So, hallo Leute. Heute machen wir mal ein ganz tolles Stück. Und zwar von einem unserer Urväter der klassischen Gitarre, auch liebevoll Konzast genannt. Konzertgitarre, Konzertast, Konzast. Und zwar die Alhambra von Francisco Tárrega. Ein Spanier, wie man an meiner perfekten Aussprache schon hören kann. Es handelt sich hierbei um ein Tremolo-Stück. Ich spiele erstmal ein bisschen was. Zeige ich euch einfach nur mal, wie ihr überhaupt an diese Anschlagstechnik rankommt. Das wird euch sicherlich interessieren. Die Anschlagstechnik besteht aus zwei Elementen, und zwar aus dem Daumen, der in diesem Falle zum Beispiel, ich nehme mal einen A-Moll-Akkord, einfach bestimmte Bässe an metrisch wichtiger Position setzt. Und dazwischen vollführen die Finger, Ring, Mittel, Zeige, wir sagen dazu IMA, eine Bewegung, die so ein bisschen aussieht, als würde ich mit den Fingern auf den Tisch trommeln. Ja? Und sobald ich eine klare Vorstellung davon habe, wie es sich anfühlt, diese Bewegung gleichmäßig zu gestalten, brauche ich im Grunde genommen nur noch die Bassseiten anzusteuern mit dem Daumen und die passenden Diskantseiten mit den Fingern oben anzusteuern, und es ergibt sich sowas wie ein Klangteppich. Das ist das, was man als konstante, als gleichmäßige, als stehende Tongebung von der Gitarre normalerweise nicht kennt, weil jeder Ton nach dem Anschlag sofort ins Decrescendo geht, also sofort leiser wird. Wenn ich diesen Anschlag jetzt wiederholt ausführe und das gleichmäßig, möglichst gleichmäßig mache, dann ergibt sich diese Illusion von einer konstanten Ton. Was man dann versuchen muss, sich klar zu machen, ist, wo geht der Daumen hin? Ihr seht mich, wenn ihr die anderen Videos so anguckt, seht ihr mich meistens auf die linke Hand gucken. In diesem Fall gucke ich auf die rechte, weil in der linken Hand ist gar nichts los. Ich halte einfach nur einen A-Moll-Akkord fest, den setze ich einmal auf, dann war es das. Und jetzt muss ich rechts gucken. Jetzt, wie kommt man da ganz leicht hin? Zunächst einmal wird man denken, oh je, das Tempo, das kriege ich nicht. Probiert da bitte Folgendes aus. Koppelt die Bewegung des Daumens an die Bewegung des Ringfingers. Und achtet darauf, dass der Ringfinger im selben Moment wie der Daumen anschlägt. Also nicht kurz danach, sondern genau. Und in dem Tempo, in dem ihr das könnt, könnt ihr auch das Tremolo sauber. Ich mache also aus einer 16-Bewegung mache ich eine triolische Bewegung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. So, in dem Tempo, in dem ich diese triolische Bewegung sauber ausführen kann, kann ich auch das Tremolo. Triolische Bewegung schneller. 16-Bewegung. Ihr braucht euch also dann, wenn ihr an einem solchen Stück übt, braucht ihr euch nicht der Übung dieser Prozedur zu unterziehen, ständig Tremolo zu spielen. Es reicht, wenn ihr ganz entspannt Triolen spielt, Daumen an den Ringfinger gekoppelt, und dann klappt das. Viel Spaß dabei!